Auf dem Berliner S-Bahnhof Ostkreuz 1957. Und im Sommer 2000. Ostkreuz ist der größte Knotenpunkt im Berliner Nahverkehr. An einem Tag steigen hier mehr als 100.000 Menschen um, halten 1.517 Züge. Das ist, kann man sagen, ein Treff für alle. Ja. Wenn man nirgendwo ihn trifft, auf Bahnhof Ostkreuz treffe ich jeden. Da geht jeder hin, weil jeder von da losfährt. Wa? Ja, wohin? Mit dem Bau einer Eisenbahnlinie von Berlin nach Frankfurt-Oder beginnt die Geschichte des Bahnhofs Ostkreuz. An einer winzigen Station ganz in der Nähe halten 1842 die ersten Züge. Später wird eine zweite Bahnlinie, die Königliche Ostbahn, angelegt. Sie verbindet die preußische Hauptstadt mit der Garnisonsstadt Küstrin. 1871 werden alle Berliner Eisenbahnlinien durch eine Ringbahn miteinander verbunden. Dem Kreuzungspunkt dieser Bahnstrecken wird 1882 die Station Stralau-Rummelsburg eröffnet. Der kleine Bahnhof liegt damals noch außerhalb der Stadtgrenze und ist doch schon ein wichtiger Knotenpunkt im Berliner Personenverkehr. Auf dem Bahnsteig A verzweigen sich die Gleise der Berliner Stadtbahn und werden in weiten Kurven an die der Ringbahn geführt. Die Züge fahren entweder in den Nordring nach Moabit oder in den Südring Richtung Schöneberg. Wer also von Moabit nach Schöneberg fahren will, muss noch in Stralau-Rummelsburg umsteigen. Bis 1903 wird die Bahnhofsanlage auf 6 Bahnsteige erweitert. Ganz neue Möglichkeiten zum Umsteigen bieten sich an. Vom Vollring in die Stadtbahn. Von der Stadtbahn in den Südring und vom Südring in den Nordring. Ein Labyrinth für jeden, der sich nicht auskennt. Und so ist es geblieben. Seit 1970 gibt es nur noch 4 Bahnsteige, auf denen 8 von 10 Berliner S-Bahn-Linien halten. Von hier aus erreicht man das Zentrum und all die Außenposten der Stadt von Ahrensfelde bis Zepernick. Seit 1933 heißt der Bahnhof Ostkreuz. Zwischen den Gleistrassen, nur wenige Kilometer von der City entfernt, liegt eines der größten Berliner Entwicklungsgebiete. Aus einem ehemaligen Industriestandort soll ein attraktives Zentrum für Dienstleistung, Gewerbe und Wohnen werden. In den vernachlässigten Stadtquartieren ist jedes sanierte Haus ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem lebenswerteren Stadtraum. Das möchte jetzt den Leuten, die hier gewohnt haben, auch gefallen, wie das jetzt aussieht. Denn vorher hier war ja überhaupt kein Putz mehr dran. Bloß noch immer so große Flächen gerade. Aber trotzdem waren wir froh und glücklich. Ja. Hier hatte ich denn mein Beet. Da habe ich von früh bis spät Blumen gehabt. Ja, da hat es sich immer sehr schön gesessen. Und da oben guckten sie dann immer, ach, du bist unten. Wie gesagt, dann musste ich manchmal ganz schön flitzen, dass mich keiner sieht, wenn ich meine Ruhe haben wollte. Dann habe ich dahinter, bin ich dahinter gekrochen. Und dann ganz dicht dran, damit die das nicht sehen von oben. Und dann habe ich schön die Natur beobachtet. Da stand auch das olle Zeug hier noch nicht. Da konnte ich mir bis zur Knorrbremse gucken. Dann hat man immer im Herbst auch gesehen, wenn die Sonne dann immer wieder tiefer ging. Und ach, heute geht sie da runter. Und nun ist es schon wieder, nun ist es bald wieder Feierabend, da ist bald wieder Winter. Ja, habe ich gerne Natur beobachtet. Das olle Zeug ist Teil eines hochmodernen Dienstleistungskomplexes, in den die frühere Fabrikanlage der Knorrbremse integriert ist, eines der Wahrzeichen am Ostkreuz. Der Ingenieur Georg Knorr entwickelt um die Jahrhundertwende ein Bremssystem für Eisenbahnzüge, das durch Druckluft betrieben wird.
1918 wird dieses System für sämtliche Eisenbahnen Deutschlands eingeführt. Die Druckluftbremsen, mit denen der Lokomotivführer einen ganzen Zug mit einem Hebeldruck sicher und gleichmäßig abbremsen kann, werden am Ostkreuz produziert. Später stellt man solche Bremsen auch für Straßenfahrzeuge her. Die Entwürfe für die Werksgebäude des weltweit bedeutendsten Spezialbetriebs in Sachen Bremsen lieferte Architekt Alfred Grinander, der in Berlin wegen seiner U-Bahn-Bauten berühmt ist. Nach 1945 wird das Unternehmen Volkseigentum. Was soll ich Ihnen bei Bildern wie diesen viel erzählen? Wie schon aus dem Titel zu ersehen, geht es hier nicht um schnelle Fahren, sondern um das peinlich genaue Bremsen. Mit der Qualität der Bremszylinder war der Gütekontrolleur des volkseigenen Berliner Bremsenwerkes nur allzu oft recht unzufrieden. Außerdem war die Produktion dieser Zylinder umständlich und kostspielig. Lange Zeit zerbrach man sich den Kopf, wie besser gebremst werden kann. Ein seltener Fall übrigens, dass über besseres Bremsen nachgedacht wird, um schneller voranzukommen. Seit 1992 werden wieder Knorr-Bremsen produziert, in Marzahn. In dem sanierten Fabrikgebäude in Lichtenberg arbeiten 5000 BFA-Angestellte, willkommene Kundschaft für das kleine Fotogeschäft von gegenüber. Wir machen jetzt ein Bild für einen Freund oder für die Oma? Für einen Freund, okay. Die Augen mal schließen. Ja, sehr schön. Und ganz offen und neugierig hierher sehen. Ja, ja. Zwei Straßen weiter fühlt man sich in eine andere Welt versetzt. Ja, ja, ist schön. Also, vor allem, wenn es jetzt so grün ist, ne, dann ist es wunderschön. Wenn November Regen ist, dann ist es nicht ganz so nett. Aber nee, so im Winter ist es schön, wenn der Schnee liegt und so. Es ist ganz anders. Einfach ganz anders. Also, weil man kommt hier durch die Brücke und ist anders. Ja. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben, weil das ist so wie Dorf irgendwo, ja, wie Kleinstadt. In der Viktoriastadt, wie das Viertel bei seiner Entstehung zu Ehren der englischen Königin genannt wurde, enden fast alle Straßen am Bahndamm, wie an einer Stadtmauer. Eisenbahnüberführungen wirken wie Stadttore. Das fast komplett erhaltene Gründerzeitquartier sollte ursprünglich ganz aus Beton gebaut werden. 1872 kauft die Zementaktiengesellschaft Land in Rummelsburg, um auf firmeneigenem Gelände ohne Bauvorschriften Wohnhäuser aus Schlackebeton zu errichten. Von den ersten Betonhäusern Deutschlands sind nur wenige erhalten. Eins davon gehört der Architektin Heike Hinz und der Restauratorin Claudia Börger. Wegen des schlechten Raumklimas und der unpraktischen Grundrisse wurden die Häuser bald unbeliebt und durch Ziegelbauten ersetzt. Für die beiden Fachfrauen vom Bau ist ihr Haus ein spannendes Forschungsobjekt, das denkmalgerecht restauriert wird. Wenn man das meint, man kriegt das wieder hin? Ja. Dass man die Tapeten runterbekommt? Kann man auf jeden Fall wieder freilegen. Schon schick. Erfahrungen mit alten Häusern haben beide schon bei ihrer Arbeit im Kiez gesammelt. Heike Hinz wohnt und arbeitet in einem der restaurierten Häuser in der Pfarrstraße. Zu 13 haben wir dann dieses Haus gekauft, überwiegend oder größtenteils auch Studenten und sowas, und haben dann die Ärmel hochgekrempelt und das ausgebaut mit Zuschüssen als sogenannte Selbsthilfegruppe. Ja, und jetzt ist es ganz schön geworden. Jetzt sind wir seit 3 Jahren leben wir hier drin, überwiegend Familien, wir haben 7 Kinder im Haus und das ist schön geworden. Es ist eine schöne Gemeinschaft, hat sich bewährt. Und so sind auch einige Projekte hier im Viertel. Also ich kenne, glaube ich, 4 oder 5 Selbsthilfehäuser. Durch Selbsthilfehäuser anderer Art machte die Pfarrstraße nach 1989 Schlagzeilen. Die Pfarrstraße im Bezirk Lichtenberg. Großaufgebot der Polizei heute Abend gegen 18 Uhr. War lustig, ja. So als Anwohner fand man es nicht mehr lustig nachher, weil es einfach zu viel war. Weil ständig irgendwas war und weil man irgendwann seine Ruhe haben wollte. Und die hatte man halt nicht, ne? Und es ist auch so, also meine Tochter ist vorne zur Schule gegangen. Und die Freundinnen, die durften einfach nicht herkommen. Also wir haben ja hier gewohnt, weil das so verschrien war, dass keine Mutter wollte oder kein Vater, dass sein Kind hier lang geht. Ne? Und das ist natürlich hart, das ist wie eine Ausgrenzung. Ja? Ausgrenzung gehörte schon immer zur Geschichte der Viktoriastadt.
Nur die schlecht situiertesten Personen nehmen dort Wohnung, heißt es in einer zeitgenössischen Beschreibung. Gemeint waren damit zumeist Arbeiter der umliegenden Fabriken oder Eisenbahner. Der junge Zille wohnte hier mit seiner Familie in einer Kellerwohnung, bevor er sich eine Wohnung in Charlottenburg leisten konnte. Die Berliner Stadtväter nutzten ihre Rummelsburger Ländereien, um dort soziale Problemfälle zu entsorgen. Am Ufer des Rummelsburger Sees wurden Berliner Waisen untergebracht. Gleich daneben entstand ein Arbeitshaus. Dieses Arbeitshaus war die Keimzelle einer riesigen Gefängnisanlage, die man erst 1992 als unzumutbar schloss. Rummelsburg war ein Jahrhundert lang das Synonym für Maloche und Knast. Nach der Gründerzeit zogen immer mehr Menschen vom Land in die Vorstädte. Die sozialen Verhältnisse waren so schlecht, dass die Verbreitung sozialdemokratischer Ideen und Unruhen befürchtet wurden. Obendrein gab es für mehr als 8000 Seelen nur eine Dorfkirche mit 84 Plätzen. Anlass gerade in Rummelsburg, den Grundstein für den ersten Kirchenbau unter der Schirmherrschaft der Kaiserin Auguste Victoria zu legen. Außer der kaiserlichen Familie spendeten auch Fabrikbesitzer und Honoratioren aus der Umgebung für den Bau. Die Kirche wurde im neugotischen Stil errichtet, wie ihn die Kirchenjuste bevorzugte. So groß und so teuer, dass man später über eine Vermietung der Kirchenbänke nachdachte, um die Gemeindekasse wieder aufzufüllen. Mit dem Know-how des Rummelsburger Kirchenbaus wurden innerhalb von 10 Jahren in und um Berlin 52 Kirchen gebaut. Neugotisch natürlich. Am 4. Mai 1890 konnte die Rummelsburger Erlöserkirche im Beisein des Kaisers eingeweiht werden. Auguste Victoria musste wegen ihrer angegriffenen Gesundheit den Feierlichkeiten fernbleiben. Die Ehrensitze für das Kaiserpaar können in der Kirche bewundert werden und sind den Brautpaaren, die hier getraut werden, vorbehalten. Zur Kirchenanlage gehörten auch eine Gemeinde und ein Krankenhaus. So spielte die Kirche bei der Betreuung von Kindern, Armen und Kranken eine wichtige Rolle. Sozialarbeit, wie sie heute noch im Kiez gebraucht wird. Wenn wir das gleich Bescheid sagen, wie ich das war, uns darf er tun, ja? In einem kleinen Lehrrestaurant bietet das Diakonische Jugendwerk Ausbildungsplätze für sozial gefährdete Jugendliche an. Die Ausbildung wird auch als Lebenshilfe verstanden und fordert Auszubildende und Ausbilder gleichermaßen. Das ist für uns auch nicht so einfach wie im normalen Leben, dass man sagt, hier ist der Dienstplan, um 7 ist Dienstbeginn. Wenn einer um 7:30 kommt, sagen wir auch, du, schön, dass du das heute doch wirklich geschafft hast. Und dann machst du hier und dann geht's auch nachher seinen Job. Ne? Manchmal sind sie dann hoch, dann muss man so ein bisschen beruhigen und sagen, Mensch, bleib doch mal hier, auch wenn dir dein Magen heute wehtut, versuch doch mal mit uns. Und dann nach 2 Stunden ist das normal und dann läuft das wieder ein. Man muss ihnen also auch wirklich so Selbstvertrauen schenken, ne? Weil die ziemlich unsicher dann auch sind. Haben sie jeden Tag verschlafen, trauen sich den nächsten Tag nicht herzukommen. Ich reiß denen dann den Kopf ab. Natürlich, sicherlich muss man ihnen sagen, du, das war nicht in Ordnung. Oder man muss aber ein bisschen Strenge machen. Aber es ist schön, wenn sie dann doch wiederkommen, weil das ist wirklich das Erste, was sie in ihrem Leben fast zu Ende bringen. Seit den 90er Jahren liegen die Einkommen im Viertel weit unter dem Berliner Durchschnitt. Mit verschiedenen Förderprogrammen wird seit Jahren saniert. Mietpreisbindungen sorgen für bezahlbaren Wohnraum, aber es gibt kaum noch Geschäfte, zu wenige Kommunikationspunkte und zu wenig Raum für die Kinder, die hier aufwachsen sollen. Mit dem Verlust der Industriearbeitsplätze nach der Wende hat der Kiez einen wichtigen Teil seiner Identität verloren. Wie vor 100 Jahren wandert die Industrie an den Stadtrand. Und wo früher Fabriken standen, entstehen jetzt neue Wohnviertel. An die lange Industriegeschichte des Ortes erinnern einige denkmalgeschützte Gebäude. Ein Kuriosum ist der 37 Meter hohe Schrotkugelturm. 197 Stufen stiegen die Arbeiter zum Bleikochen auf den Turm. Das flüssige Metall wurde durch ein Sieb in die Tiefe geschüttet. Im Fallen formten sich aus den Bleitropfen tadellose Schrotkugeln, begehrt als Jagdmunition in ganz Europa. Die Marktstraße erinnert nur noch mit ihrem Namen an einen fast vergessenen Teil der Rummelsburger Geschichte.
Bis zur Jahrhundertwende wurden hier jährlich fast 3 Millionen Gänse ausgeladen und verkauft. Als Festbraten für die Berliner. Das Ostkreuz hieß deshalb auch eine Zeit lang Gänsebahnhof. Seit der Schließung des Gänsemarktes ist das Gelände begehrtes Bauland. Die Baugrube für das Victoria Center ist schon ausgehoben. Eine Einkaufsmeile mit Parkdecks, die die Straßen am Ostkreuz entlasten sollen. Vor rund 100 Jahren entstanden an der Marktstraße stattliche Schulgebäude, die von Architekten aus dem vornehmen Charlottenburg entworfen worden waren. Dort werden jetzt Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Technik ausgebildet. Stopp, genau. Halten wir das an. Dann kannst du jetzt die Lamelle verstellen. Mach mal hoch, ja? Sieht man? Ja, ein bisschen siehst du. Ach so, wir machen mal ein Fenster auf. Das muss ich dir auch noch zeigen. Und zwar das Fenster hier, das zweite. Das ist dieser hier. Computergestütztes Gebäudemanagement und neueste Umwelttechnologien können in der Villa Sonnenschein erprobt werden. Ein Baucontainer als Umweltlabor. Das Ganze war mehr eine Not als eine Tugend. Wir hatten ganz hervorragende Technik und suchten einen Standort. Kennzeichnend für das Gebäude ist vor allen Dingen eine supermoderne Gebäudetechnik, eigentlich die Technik des angebrochenen Jahrhunderts. Dann vielleicht die wichtigsten Arten regenerativer Energien, also die thermische Solarenergienutzung, die Photovoltaik, die Windkraftenergienutzung und natürlich auch die Fragen der Energiespeicherung. Während in der Villa Sonnenschein bereits mit der Technik des neuen Jahrtausends experimentiert wird, kann auf dem Bahnhof Ostkreuz noch mit der Technik des frühen 20. Jahrhunderts gearbeitet werden. Auch wenn es schon längst durch modernere Anlagen ergänzt wurde, funktioniert das kleine elektromechanische Stellwerk aus den 20er Jahren ohne Computer immer noch. Na, man hängt so ein bisschen an die alten Sachen sozusagen, weil alles wird so ein bisschen modernisiert und wird alle per Computer alles gemacht und das ist doch eigentlich so noch eine schöne Sache. Man sieht, was man macht, man sieht die Züge, man sieht sie draußen, man sieht sie auf der Anlage, man sieht, wie man die Weichen dreht, die Signalhebel und das ist einfach eben schön mit Arbeiten. Und auf den neueren Stellwerken, da sieht man die Züge halt nicht mehr und da sind alle nur noch Nummern, keine Züge mehr, sondern halt nur Nummern. Hier sieht man eben, das ist einfach schön. Dieses, naja, man weiß, dass man was tut, dass man so richtig handwerklich, sag ich jetzt mal, was tut. 1990 wurden das Stellwerk und die gesamte Bahnhofsanlage mit dem Wasserturm, der für die Versorgung von Dampflokomotiven gebaut worden war, unter Denkmalschutz gestellt. Schützenswert ist das Rostkreuz, wie es auch gern genannt wird, allerdings nicht wegen der Altersflecken, die es im Laufe der Zeit bekommen hat. Also zunächst ist es eben diese lange Eisenbahngeschichte, die sich hier manifestiert und dementsprechend die Bahnhofsbauten und die Verkehrsanlagen aus vielen Jahrzehnten. Dann ist er sehr charakteristisch geworden, zum Beispiel eben durch diese Weite und Mehrschichtigkeit ist eine ganze Bahnlandschaft hier entstanden. Die Landschaft aus Bahnsteigen, Gleisen und Brücken wird in den 20er Jahren noch einmal umgestaltet. Der bedeutende Berliner Bahnarchitekt Richard Brademann entwirft die beiden kleinen Empfangsgebäude an der Sonntagstraße und am Markgrafendamm. Nach seinen Plänen entsteht auch die Fußgängerbrücke. Die Rennbahn verbindet die unteren Bahnsteige miteinander. Elemente des Expressionismus und der neuen Sachlichkeit verleihen dem monumentalen Treppenturm seine besondere Ausstrahlung. In dieser Landschaft gab es auch so etwas wie Gartenzäune. Aber es sind eben auch diese ganz monumental gestaltet mit Betonpfeilern, die ganz flachen Pyramiden abgedeckt sind. Und dazwischen gab es sehr schöne Lattenzäune. Hinter den Zäunen wachsen immer noch Obstbäume. Und zwischen den Gleisen stehen Lauben.
Als ständige S-Bahn-Fahrer interessiert uns Folgendes. Ist es möglich, die Leute im Fernsehen zu bringen, die ihre Gärten am Wasserturm Ostkreuz haben? Es sind vermutlich die verkehrsgünstigsten, die es gibt. Ja, die erste Zeit war ungewohnt gewesen. Vor allem die erste Nacht, die wir je geschlafen haben, die war furchtbar. Da haben wir mal gedacht, die Hütte fällt uns über den Kopf zusammen. Aber man hat sich das Zeit dran gewöhnt. Wenn man ein bisschen grünet, muss man ja haben. Und wo hat man hier bei uns in Berlin noch ein bisschen was grünet? Das ist ja ganz minimal geworden. Als der Bahnhof entstand, gab es Grün im Überfluss. Inmitten von Wiesen und Gartenland lagen das Vorwerk und die kleine Kolonie Boxhagen, in der böhmische Gärtnersfamilien sich auf die Zucht von Blumen spezialisiert hatten. Hyazinthenduft statt Großstadtluft lockte die Berliner zum Sonntagsausflug in die blühenden Felder. Ein Weg führte von Boxhagen nach Rummelsburg, mit dem es eine Landgemeinde bildete. Nach dem Bau der Ringbahn blieb die Boxhagener Straße die einzige Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen. Für eine Zeit lang Teil der Stadt Lichtenberg wurde die Gemeinde 1920 zum Berliner Stadtteil. Zu dieser Zeit war Boxhagen bereits zu einem typischen Berliner Mietskasernenviertel herangewachsen. Seit 1938 gehört Boxhagen zum Stadtbezirk Friedrichshain. In der Boxhagener Straße erinnert nur noch ein Gebäude an die ehemals ländliche Bebauung. Es ist vermutlich das älteste Haus im ganzen Stadtbezirk und in einem ebenso traurigen Zustand wie viele der erst später gebauten Mietshäuser in seiner Umgebung. Mittlerweile ist das ganze Viertel zum Sanierungsgebiet erklärt worden. Viele Geschäfte stehen leer, für die sich allmählich wieder Interessenten finden. In einer Ladenwohnung haben zwei Puppenspieler das Puppentheater Ostkreuz eröffnet. Zur Freude der Kiezbewohner und vieler Berliner Kinder. Theater gespielt wird in zwei Zimmern. Eins für die Zuschauer und eins für die Bühne. Wir haben lange einen Ort gesucht, der verkehrsgünstig ist und wo man die Miete bezahlen kann. Und das ist in Berlin nicht ganz so leicht, weil immer da, wo die Verkehrssituation günstig ist, ist meistens auch eine sehr zentrale Straße und da sind meistens die Mieten hoch. Und hier im Ostkreuz war das gegeben. Die Gegend ist nicht teuer und durch den Bahnhof Ostkreuz haben wir eine sehr gute Verkehrsanbindung. Und für uns war eigentlich nur die Verkehrssituation entscheidend und dass wir hier in so einem lebendigen und sehr schönen Kiez mit sehr netten Leuten und mit einer sehr guten Gewerbestruktur gekommen sind, ist unser Glück. Der Weg vom Bahnhof Ostkreuz in den Kiez führt natürlich unter einer Brücke durch. Die Sonntagsstraße war eine der belebtesten Geschäftsstraßen im Viertel. Ein Kudamm der kleinen Leute, von denen viele ihre Aussteuer seit Generationen im Bettenhaus Marschner kauften. Das Geschäft ist seit 1923 im Familienbesitz. Mein Geschäft drumherum, meine Kunden, ich liebe eigentlich so diese Ecke und diese Gegend. Aber persönlich hier wohnen möchte ich eigentlich nicht. Nee, das ist so. Man passt vielleicht nicht mehr so in diese Ecke rein. Junge Leute, Alkoholiker, Hunde, das ist nicht meine Welt. So. Nee, das ist. Aber trotzdem, also man hängt trotzdem an dieser Ecke, weil man eben hier Jahrzehnte verbracht hat. Ne? Das Ende des Mietvertrags ist auch das Ende des alten Familiengeschäfts. In dem traditionellen Arbeiterbezirk war eine ausgewogene soziale Mischung schon immer ein Problem. Nach der Jahrhundertwende löste man es allerdings noch durch Abgrenzung. 1906 wurde vom Minister für öffentliche Angelegenheiten eine vorbildliche Wohnanlage des Beamtenwohnungsvereins eingeweiht, deren Bau staatlich gefördert wurde. Nach der Ministergattin wurde sie Helenenhof genannt. Die Wohnungen waren für kinderreiche Beamtenfamilien mit geringem Einkommen gedacht. Frau Marschner ist dort aufgewachsen. Also wenn ich von meiner Großmutter ausgehe, nicht, die ja also eine Beamtenfrau gewesen ist, die das auch so ganz besonders fand,
Naja, sie glaubten jedenfalls, dass sie irgendwas Besonderes gewesen sind. Ich meine, sind sie ja im Grunde genommen nicht. Aber das war eben so ein gewisser Status. Und Leute, die ein bisschen Geld hatten oder was darstellten, die zogen eben da ein. Ne? Die Wohnanlage ist vom Beamtenwohnungsverein aufwendig saniert worden. Trotzdem sind die Mieten günstig geblieben. Die Wohnungen werden an Genossenschaftsmitglieder vergeben, die aber nicht mehr beamtet sein müssen. Die Knorr-Promenade wurde sogar noch in den 20er Jahren durch ein Tor vor den Proleten aus der Umgebung verschlossen. Großbürgerliche Wohnungen waren auf dem Gelände des ehemaligen Vorwerks Boxhagen errichtet worden, um das Viertel auch für besser verdienende Schichten attraktiv zu machen. Die in das Souterrain verlegten Eingänge ermöglichten eine Belle Etage, ohne die vorgeschriebene Traufhöhe zu überschreiten. Hinter den Häusern gibt es kleine Wohnhöfe, in denen die sonst für die Gegend typischen Gewerbebauten fehlen. Eines der schönsten Beispiele für die Berliner Mischung aus Wohnen und Arbeiten ist in einem der Höfe an der Boxhagener Straße erhalten geblieben. Das dreistöckige Gebäude wurde 1893 gebaut. Nach liebevoller Restaurierung beherbergt es heute eine Antiquitätengalerie. Ja, einmal morgens habe ich mich mit meiner Freundin gestritten, ja. Und da bin ich einfach, da hatte ich kein Auto, da bin ich hier lang gelaufen, da habe ich gesehen, dass das Gebäude leer steht und dann habe ich halt meine Freundin dann, habe ich später gesagt, hier, als wir uns angerufen haben, ja, war nicht so schlimm, der Streit oder so, war ganz normale. Und da habe ich gesagt, lass uns mal Erkundigungen einziehen, wem das Objekt gehört. Und dann, da sind wir dann auf den Nachfahren vom alten Pol, ja, gestoßen. Und dann haben wir halt mit ihm irgendwie uns zusammengesetzt und über so die Zukunft des Gebäudes geredet. Das war dann okay. Vom Droschenpol, ja, den hat jeder der Chef genannt. Wurde das hier genutzt als Pferde- und Kutschenremise. Und oben im ersten Geschoss war ein Pferdestall, wo auch die Pferde dann 25, 30 Pferde gestanden haben und da halt gelebt haben. So. Das reiche Quartier an den Bahngleisen ähnelt zur Jahrtausendwende in vielem dem Prenzlauer Berg der 70er und 80er Jahre. Also ich fühle mich hier zu Hause, deswegen hat es für mich was Besonderes. Ja, auch die Kulisse hier mit diesem Wasserturm und dieser riesige Bahnhof, also dieser Verkehrsknotenpunkt mit der S-Bahn, das gehört für mich dazu. Also dieser Wasserturm mit seinem Pickel oben drauf und die S-Bahn, das sind mein Zuhause so. Es ist also ein sehr buntes und frisches Bild, finde ich, auch hier im Kiez. Und man kennt sich, ja, also das ist auch etwas, was ich zum Wohlfühlen hier einfach mit dazu rechne, ja. Einfach, weil ja, man doch noch mehr auf sich angewiesen ist untereinander, also sei es im Haus, weil es da auch mal Probleme gibt oder ja, wenn man mit einem kleinen Kind hier auch unterwegs ist, da muss man vielleicht irgendwas zweimal hochtragen. Dann ist es kein Problem für mich, irgendwie einen Kinderwagen unten im Bettenhaus Marschner abzugeben oder jemanden zu bitten, mal auf das Kind zu gucken. Also das gehört einfach mit dazu, ja. Und das ist auch was, was dieses Viertel für mich sehr warm macht. Zum Wohlfühlen im Kiez gehört der Markt auf dem Boxhagener Platz. Der einzige große Stadtplatz in der Gegend ist gleichzeitig Naherholungsgebiet, Spielplatz und Freiluftkneipe. Seit mehr als 100 Jahren treffen sich zweimal in der Woche alle Generationen und alle Schichten beim Bummel zwischen den Marktständen. Ich unterhalte mich sehr gerne mit den Leuten dort. Das kann bei mir auch 2-3 Stunden dauern, ich über den Marsch drüber komme. Das dauert ewig. Meine Frau sagt schon mal, wo warst du denn? Auf dem Marsch. Na ja, da geht man da schnattern und da schnattern und da schnattern. Man kennt auch schon langsam ihren. Bin auch schon bekannt wie ein bunter Hund hier in die Ecke.
Ja, mich kennt jeder. Wer frostig kennt, da die Welt verbrennt. Genau. Zum Rand hin kann es ein bisschen abdunkeln. Obwohl das hier nach vorne kommt, kann er ruhig ein bisschen leuchten. Ja? Ein anderer beliebter Treffpunkt ist das Studio Otto Nagel. 1963 wurde es eröffnet und nach dem Berliner Maler, der Autodidakt war, benannt. Viele der Hobbykünstler kommen schon seit Jahrzehnten hierher. Ich selbst bin also auch Autodidakt. Ich bin auch 1971 in Zürcher gekommen und habe genauso angefangen und habe dann irgendwann die Zirkelleiter Berechtigung bekommen und habe meinen Postberuf an Nagel gehängt und bin seit 1976 also Leiter der Einrichtung gewesen. Und so um die Wände rum waren also mehrere, alle Parteien waren eingeladen, haben uns zusammengesetzt mal. Und so alle haben sie gesagt, alle Parteien haben gesagt, das muss erhalten bleiben. Na gut, vielleicht haben auch alle Parteien damit gewirkt, dass wir heute noch da sind. Ich weiß nicht, also ein Wunder, ist am besten erklärbar mit einem Wunder. Nicht? Danke, schönen Tag. Tschüss. Zu den Wundern am Ostkreuz gehört auch, dass der Bahnhof bis heute dem ständig wachsenden Verkehr standgehalten hat. Merken Sie, wie langsam der fahren muss, weil diese Brücken ja auch nicht mehr die besten sind. Man sagt, der Bahnhof steht nur noch aus Gewohnheit. Über Jahrzehnte wurde das Ostkreuz immer nur notdürftig repariert. Das respektable Empfangsgebäude aus dem Gründungsjahr des Bahnhofs wurde im Krieg zerstört und nicht wieder aufgebaut. Was baufällig war, wurde abgerissen oder verschlossen. Bahnsteige, Fußgängertunnel und Wartehäuschen. Über die Brücken am Bahnsteigende fließt der Autoverkehr nur im Schritttempo, um die Konstruktionen zu entlasten. Seit 1913 verschwanden immer wieder alle Umbaupläne für den Bahnhof in den Schubläden. Man muss sich diese geschichtliche Abfolge vergegenwärtigen von frühen Zeiten an, muss dann begreifen, wie eben dem wachsenden Personenverkehr zuliebe die Dinge 1903 gut ausgestaltet worden sind. Aber es fehlte dann immer eine neue mittlere Verbindung zu den einzelnen Bahnsteigen und dafür gab es dann diesen Ansatz von 1913, dann gab es einen neuen Ansatz von 1937, dann gab es wieder ein Ansatz von 1986. Jedes Mal sind geschichtliche Ereignisse dazwischen gekommen. Und so ist man, abgesehen von diesen schlimmen Kriegszerstörungen, die auch nur provisorisch überwunden wurden, eben auf dem Stand von 1926 stehen geblieben. Und alles drängt nun darauf, dass endlich in diesem Bahnhof für mehr Bequemlichkeit und Schutz vor Regen gesorgt wird. Und da muss man eben aufpassen, dass das, was dann erreicht werden muss, zum Beispiel durch die Überdachung des Bahnsteigs F und durch die Anlage von Regionalbahnsteigen zum Umsteigen von der Regionalbahn auf die S-Bahn, dass das alles so eingefügt wird, dass man, sagen wir mal, dem charakteristischen Bild neue Werte hinzufügt, ohne alles zu negieren. Für das Bauvorhaben Ostkreuz wird das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Bei rollendem Verkehr rechnet man mit einer Bauzeit von 7 Jahren. Die denkmalgeschützten Elemente sollen erhalten bleiben. Sicher steht dann auch wieder die Kastenbank, ein Ausstattungsstück aus der Bauhauszeit auf einem der neuen Bahnsteige. Nach Prognosen der Deutschen Bahn AG wird die Zahl der Fahrgäste bis zum Jahr 2010 auf täglich 250.000 ansteigen. Hoffentlich nicht auf einer ewigen Baustelle. Also viel hat sich hier noch nicht verändert. Es soll sich ja mal alles verändern, was bei wann war. Naja, Teil hat sich ja schon. Überleg mal, die ganze Anlage, die sie drüben gemacht haben. Paul und Paula Ufer, kennen Sie das? Schön, ne? Und da die Ecken waren wir Bahnen früher. Das können ja jetzt durchlaufen bis nach Strahlau hin. Am Rummelsburger See, Drehort für einen der bekanntesten DEFA-Filme, beginnt der Wanderweg nach Strahlau. Am Sonntag möchte ich gern mit dir nach Strahlau gehen. Da wird der Kahn zum Separé, geküsst wird an der Seine, geknutscht wird an der Spree. Die Rummelsburger Bucht und die Halbinsel Strahlau entwickeln sich langsam zu einer grünen Oase inmitten der Großstadt. Der von Industrieabwässern verseuchte See wird saniert,
und die Uferzonen laden schon zum Spaziergang ein. Es ist kaum noch vorstellbar, dass riesige Hafenanlagen die Ufer blockierten, in denen traditionell Baustoffe umgeschlagen wurden. Noch immer werden in Berlin-Stralau Ziegel aus Schiffsbäuchen geholt. 60.000 Tonnen Bauteile wurden hier im vergangenen Jahr umgeschlagen. Seit der Gründerzeit war aus dem Fischerdorf Stralau eines der großen Industrieviertel im Osten Berlins geworden. Am Ende des Jahrhunderts ist die Rummelsburger Bucht wieder ein Entwicklungsgebiet und Expo 2000-Projekt. Auf einer Fläche von 130 Hektar entsteht ein Wohngebiet, das eine besondere Qualität aus der Nähe zur Innenstadt und der Lage am Wasser bezieht. In Stralau herrscht wieder Aufbaustimmung wie vor ein paar Jahrzehnten. Bekanntlich ist nicht alles Trübsal, was geblasen wird. Hier bläst man Flaschen. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Die einzelnen Formen tauchen in die glühende Rohstoffmasse. Jede legt jetzt schnell ein Ei und so kommt die Form herbei. Und hier sehen Sie jetzt am laufenden Band das Endprodukt. Leider keine Eier, sondern Flaschen über Flaschen. Zu Tausenden werden sie in die Lagerräume gefahren. Nun braucht nur noch die neue Schnapszuteilung zu kommen und dann können wir getrost sagen, na denn Trost. Zwischen den Neubauten und auf den Industriebrachen sind einige der schönen alten Fabrikgebäude stehen geblieben. Die alten Gebäude, die Sie hier sehen, sind uns sehr, sehr wichtig, weil wir glauben, dass die Menschen, wenn sie irgendwo hinziehen, nicht in ein No-Name-Land ziehen wollen, sondern sie wollen irgendwo hinziehen, wo sie sich auch identifizieren können, ein Stück mit der Geschichte des Ortes. Und Stralau-Rummelsburg ist reich an historischen Denkmälern und an Zeugen der Geschichte. Beispielsweise hier das Werkstattgebäude der alten Glasmanufaktur. Oder beispielsweise nehmen Sie diesen Schornstein, der hier steht, den wollen wir erhalten. Der steht später im öffentlichen Raum in einer kleinen Grünanlage an einem Gehweg. Und wir wollen ganz deutlich zeigen, dass diesmal ein Industriestandort war und nicht nur ein Industriestandort war, sondern dass es davor ein Ausflugsziel war. Und diese Spuren der Geschichte sollen auch heute das Gesicht des neuen Stadtteils prägen. Der Stralauer Fischzug war das wildeste Volksfest der Berliner. Um 1847 zogen Ende August über 50.000 Menschen nach Stralau, um den ersten Fischfang nach der Schonzeit am Bartholomäustag zu feiern. Beliebter Festplatz war der Stralauer Friedhof, wo man die Grabsteine als Picknicktische benutzen konnte. 1873 wurde der Stralauer Fischzug verboten. Die maßlosen Saufereien, die fast immer in einer Massenschlägerei endeten, waren unberechenbar geworden. Von 1920 bis kurz nach dem Mauerbau lebte die Tradition noch einmal auf. Dann beendeten die DDR-Behörden das Treiben wieder. Wer den Stralauer Fischzug noch erlebt hat, erzählt bis heute gern davon. Und dann war ja hier auch, waren zwei Epikene, so eine großen. Und die zum Abend bekämpften sich dann mit ihren Feuerwerkskörpern. Das war das Schönste mit, ja. Ach, war schön. Es gibt nichts Schöneres, als auf dem Rummel groß zu werden. Ja, mein Vater hat eine Zuckerbude gehabt. Ich habe auch zufälligerweise, wie immer so ist, ein paar Bilder bei mir. Und wir sind eben wanderndes Volk und ja, und er machte auch gebrannte Mandeln. Zuckerbude war 12 bis 15 Meter groß und die stand drüben in Treptow. Oder hier auch, hab ich ein Bild, so eine Abendaufnahme hier zum Stralauer Fischzug. Denn hier war noch eine Fähre, da konnten sie rüberfahren für 5 Pfennig, die Kinder, Groschen, die Erwachsenen. Oder was am schönsten war, durch den Tunnel, da kann man so schön drin schreien. Das war als Kinder herrlich. Wasser sickerte schon durch. Ja, also irgendwie war das faszinierend. Nicht? Der Tunnel war 1899 als Versuchsbau für die Berliner U-Bahn eröffnet worden. Eine kleine Bahn fuhr unter der Spree hindurch nach Treptow. Während des Zweiten Weltkriegs bot er Schutz vor den Bombenangriffen und wurde so stark beschädigt, dass er geschlossen werden musste. Wie dem Tunnel erging es auch den Ausflugslokalen, für die Stralau einmal berühmt war.
Für ein Bier unter freiem Himmel muss man sich jetzt auf den Weg in die Großstadt machen. In der Friedrichshainer Simon-Dach-Straße, wo das alte Boxhagen endet, ist eine bunte Kneipenszene entstanden, die Besucher aus allen Teilen der Stadt anlockt. Das alte Viertel zieht immer mehr junge Leute an. Sie nutzen die Freiräume, die in anderen Teilen der Stadt inzwischen verloren gegangen sind. Um die Ecke, im alten Ballsaal der Knorr-Promenade, wo noch der Kaiser getanzt haben soll, wird Kleinkunst aller Genres geboten. Publikum, was in Friedrichshain wohnt. Aber je nach Veranstaltung, je nach Interesse, ob die Leute Blues mögen oder Jazz oder Kabarett, kommen sie dann wirklich aus Gesamt-Berlin hier angefahren. Sie kommen auch, um hier gut essen und zu trinken oder in unserem Antiquariat zu schmökern nach alten Schallplatten oder Büchern aus der DDR-Kultur oder sich die Galerie anzusehen. Also es ist aus allen Teilen. Wir sind auch froh, dass es angenommen wird von allen Altersgruppen. Also die Überschrift ist ja alles für Kunst und Kultur Interessierte und das geht vom Gymnasiasten bis zu interessierten Leuten über 60, über 70 oder so. Und das ist dann schon ganz schön, wenn es von allen so angenommen wird. Von allen angenommen zu werden, wäre auch ein gutes Ziel für die Zukunft der Stadtlandschaft am Ostkreuz. Dieser Standort, der wird wachgeküsst eines Tages und dann wird es einer der schönsten Standorte Berlins werden.